Und moin, meine lieben YouTuberinnen und YouTuber zum Wrestling Unboxing Donnerstag. Heute WWE und zwar die Rivals Stickerreihe von Tops. 9 Sticker-Tüten, die wir unboxen, und da fangen wir auch gleich mit an. Wollen wir gleich loslegen? Oh, es geht gleich mit einer bestimmten Karte los. Steht ein P drauf. P steht für Poster. Poster selber ist richtig geil, habe ich ja schon erwähnt, des Öfteren mit Sicherheit. Nur leider bei der Anordnung des Einklebens haben sie ein bisschen geschlampt. Scheiße gebaut, oder wie auch immer man das nennen möchte. Aber dazu gleich mehr, falls das Bild eingeklebt werden kann im Poster, werdet ihr sehen, was ich meine. Vielleicht zeige ich euch das aber auch. Die meisten wissen ja, was ich meine, ne? Ihr wisst es schon, mit über die Ecken geklebtes Bild ist nicht so clever, sag ich mal so. Ansonsten ist dieses Poster, finde ich, persönlich richtig, richtig endgeil. Es gibt ja auch verschiedene Karten hier. Es gibt die großen und die kleinen Karten sozusagen. Die kleinen Karten sind dann auch mal vertikal bzw. horizontal. Aber auch das seht ihr gleich genauer. Die sind ja schon gleich, ja, was haben wir dann noch? 2 Tüten? Die wir unboxen. Die wir unboxen müssen. Und dann geht's gleich los zum Angucken. Die Bilder selber finde ich zum Beispiel richtig gut, gefallen mir. Die haben was, als wenn man so eine Veranstaltung zum Beispiel aufgenommen hat, auf Fotos, hunderte von Fotos geschossen, und guckt sich die Veranstaltung dann nochmal zu Hause an. So ähnlich kann man sich das vorstellen bei diesen Alben. Na, wir sollten mal die großen und die kleinen Bilder vielleicht hin und her sortieren. Das macht die Sache ein bisschen einfacher. So. Okay, fangen wir mit den großen an, zoomen wir ein bisschen ran, stellen ein bisschen auf scharf und dann kann es auch schon losgehen. Und zwar mit William Regal, der alte Mann, nicht mehr dabei. Gefolgt von Carlito, der junge Mann, nicht mehr dabei. Mal sehen, wie wir noch haben. Oh, es glänzt, Evan Bourne, nicht mehr dabei. Ein Spiegelbild sozusagen. Christian, nicht mehr dabei. Randy, The Man Orton, natürlich dabei, Babies. Naturalement. Hier haben wir ein Duell zwischen, ich glaube, Christian und Daniel Swagger. Da kennt ihr euch auch besser aus. Ich bin ja nicht so der Wrestling-Fan, der sich da so auskennt. Edge haben wir hier auch. Er ist ja nicht mehr dabei. Alter, fehlt schon eine Menge an Leuten, ne? Auch CM Punk auch nicht mehr. Meine Fresse. Und da sind richtig gute Jungs dabei. Vielleicht kommen die ja nochmal wieder. Nochmal Edge. Edgy Badge. Und nun zur Seite gelegt. Wir können auch hier nochmal kurz was durchsortieren. Es gibt ja die, wie ich schon sagte, horizontalen und vertikalen Karten. Und das wäre natürlich schön blöd, wenn man sich die jedes Mal hin und her dreht. Da lasst mich das mal eben kurz einmal durchsortieren. Wie gesagt, auch hier zoome ich gleich nochmal ran. Und dann könnt ihr die Karten auch viel, viel besser verfolgen, weil sonst muss ich sie immer jedes Mal gegendrehen. Da ist es wirklich besser, man sortiert sie sich einmal kurz vorher ran, so, und guckt dann auf die Karten. Hier sozusagen guckt man ja von oben nach unten runter. Ich lege mal die erste Karte hier hin. Mal sehen, können wir noch ein bisschen reingehen? Ja, da geht es immer noch ein bisschen. Okay, und dann können wir uns die Matches angucken. Hier haben wir Big Show einmal zum Beispiel gehabt. Hier ist der Russe, Koslov war das, glaube ich, ne? Wer ist das denn? Ist das der Dreamer gegen Santino Morelli und Phoenix? Ja, da kennt ihr euch, wie gesagt, mit Sicherheit besser aus. Das müsste Cena gegen Triple H sein. Hier haben wir Mark Henry gegen... Na, ist das der Dreamer? Ich bin mir nicht sicher. Hinten ist jedenfalls Kane, glaube ich. Der Bruder vom Undertaker, der jüngere Bruder vom Undertaker. Schwer zu sehen, Batista im Hintergrund, wie er gerade jemanden auf die Matte legt. Oh, das ist auch ein richtig geiles Teil. Warum ich das so geil finde, ist, guckt euch mal die Oberschenkel-Rückmuskulatur an. Das ist ja der Wahnsinn. Dann haben wir nochmal Triple H hier, gibt Backenfutter. Edge und der Undertaker, das sieht auch geil aus. Das fand ich eben richtig cool. Oh, das ist doch der Rapper MVP. Hm? Hier nochmal Undertaker gegen Edge, glaube ich. Big Show gegen
Ist das Seth Rollins oder ist das CM Punk? Schwer zu sagen. Ja, das sieht auch geil aus. Ja, der Undertaker macht mal wieder kurzen Prozess. Das Bild hatten wir eben gerade. Und das Bild hatten wir eben auch schon. Da haben wir also schon mal ein paar doppelt. Es lief ja super geil in der Serie bisher. Das muss ich ja auch mal sagen. So, nun gucken wir uns die nächsten an. Holla, die Waldfee. Ja, die Bilder, ich muss sagen, die Mädels dort fand ich schon ganz cool. Mittlerweile sind die Mädels ja sowas von heiß geworden. Das ist ja der absolute Wahnsinn. Na, bei den Trade Cards kommt das richtig, richtig gut zur Geltung, wie ich finde. Ja, Randy Orton gegen CM Punk. Ah, erst das Best Phoenix gegen Maria. Oder ist das jemand an? Oha, guckt euch das an, die Höhe. Seht euch die Höhe an. Hammer, Hammer. Ja, Chris Jericho kriegt auf die Mütze. Auch hier, der Kick ist der absolute Wahnsinn, wie hoch der das Bein zieht. Das ist schon richtig, richtig cool. Kalito im Spitzkasten. Kalito hätte ich auch gerne ein bisschen gesehen, muss ich sagen. Ich weiß jetzt nicht so, wie der war. Ihr kennt es ja, MVP zum Beispiel auch so nie gesehen. Oder Evan Byrne. Waren die gut, waren die schlecht? Kommen die wieder? Könnten die wiederkommen? Sollen die bloß wegbleiben? Wie sieht das aus? Ja, das ist das Ladder Match, denke ich mal. Oder das Money in the Bank Match. Kann natürlich auch sein. Na, das Bild von Kalito hatten wir eben ja schon. Und das hatten wir danach, glaube ich, auch in genau der, Reihenfolge. Leute, drei Bilder in Folge, genau wie dieses andere Tütchen. Das ist natürlich schon so ein bisschen, Fahrerbeigeschmack. Aber wie gesagt, es lief so gut in dieser Serie, in diesen Alben. Ich glaube, ich habe kein Album gehabt, was so genial ablief, was die Doppelten betrifft. Nämlich kaum welche bisher. Auch hier übers dritte Seil rüber. Da hinten ist der Ender. Wie hieß denn der? Khan? Habe ich leider auch nie im Match gesehen. Wrestelt mittlerweile, glaube ich, auch wieder in Indien. Soll aber wieder kommen. Ich bin mir nicht sicher. Christian hier sieht aus, als wenn er dort gerade einläuft zum Match. Ja. Artruth. Ich denke mal in einer guten Situation. Hat wohl gewonnen. Und auch das Bild sieht wieder mal richtig, richtig cool aus. Könnte John Morrison am Boden sein. Bin mir nicht sicher. Okay. Das war's, wir sortieren mal eben die Doppel aus und dann geht's gleich zum Einkleben der Bilder ins Album weiter. Legen wir los und das ganze Poster passt gar nicht rauf, das geht da oben noch weiter, da fehlt noch links und rechts. Links ist noch ein Raw und rechts noch ein Smackdown-Zeichen. Aber ihr seht, es fehlen nur noch zwei, beziehungsweise jetzt nur noch ein Bild. Und das ist natürlich richtig cool. Und das Poster selber sieht auch geil aus, wie ich finde. Schade ist eben, wie gesagt, dass man die Bilder an den Knick gesetzt hat. Es gibt manchmal so Sachen, die muss man nicht verstehen. Also Tops kann das ganz gut mit, da war doch mal was mit, was heißt, da war mal was. Ich sag nur Force Attacks und ihre Strike Force Bilder. Ach, naja, was soll's. Okay, es sind wieder einige Bilder übergeblieben. Also ich überrasche mich immer selber jetzt hier, weil die ist ja nun wirklich nicht gerade schlecht bestückt, die Mappe, sag ich mal. Aber ein Drittel der Bilder, würde ich tippen, ist wirklich übergeblieben zum Einkleben. Also es ist immer noch eine der geilsten Runden oder Unboxing-Serien, die ich habe in Bezug auf Doppelte oder wenig Doppelte. Weil das ist wirklich der Hammer, was hier an Bildern überbleibt im Vergleich dazu, was ich einkleben kann. Das ist immer noch wirklich in Ordnung. Und ich denke mal, beim nächsten Mal, spätestens da, muss es oder wird es wohl soweit sein, dass die Doppelten mich da einholen werden, weil das kann so ja nicht weitergehen, dass ich so ein Glück habe und so wenig Doppelte in Bezug zum Alben habe. Es sind ja so ca. 240 Bilder, die man braucht. Und bei 240 Bildern könnt ihr euch sicherlich ausrechnen, wie viel Doppelte man hat, wenn man das Album voll, halb voll hat. Wenn man sagt, man hat 150 von den 240 Bildern drin, dann hat man normalerweise, boah, ich würde fast sagen, schon 300 Doppelte, würde ich tippen. Oder zumindest 200. Und ich würde sagen, dass ich 150 Bilder drin habe mit diesen Einkleben und aber höchstens 50 Doppelte habe oder so. Also das ist wirklich geil. Fürs Tauschen natürlich nicht so gut, aber ich brauche dann ja auch nicht tauschen, weil ich die Bilder ja einklebe, ne?
Also das ist schon wirklich cool. Und das Album selber gefällt mir auch sehr, sehr gut. Finde ich richtig geil. Wir werden sicherlich auch mal in Ruhe uns die ganzen Texte dazu angucken, wenn das Album voll ist. Ich verspreche das ja und das halte ich auch ein. Wenn ein Album, was ich habe, oder eine Mappe voll ist, werden wir sie uns auf alle Fälle in Ruhe nochmal vornehmen bei den Tradecard-Alben. Also bei den Tradecard-Sammelmappen ist es ja meistens so, dass man sie dann in Ruhe sich direkt angucken kann. Und bei den Alben kann man es auch machen, außer... Ja, ja, jetzt kommt das Außer. Außer, ich sage mal, das ist eine Geschichte, wie bei Star Wars Rebels oder bei Power Rangers. Da warte ich, bis es voll ist und dann lese ich das vor. Und genauso werden wir es hier machen, weil es ist ja zu jedem Kämpfer ein Text und auch ein Finishing Move Text und auch hier nochmal ein bisschen was. Und das lese ich dann mal vor, wenn das Album mal komplett voll ist, machen wir mal so ein Märchen, so eine Märchenstunde und ziehen uns das rein. R-Truth, oder R-Truth besser gesagt, R-Truth muss man ja sagen, ist auch voll. Ja gut, Christian, da fehlt es noch ein bisschen. Hier haben wir unsere Mädels. Und ja, die Mädels sind auch alle da. Das ist ja bei der Tradecard-Reihe ein bisschen... also ich finde, ich habe ja die Tradecard-Reihe, wie gesagt, und da finde ich, finde die Mädels hier schon wow. Aber bei den Tradecards, da finde ich sie nicht nur wow, sondern da finde ich sie wow, wow. Ich habe ja die Evolution-Reihe von Slam Attacks gemacht. Und die war einfach nur wow, wow, wie gesagt. Also richtig, richtig cool. Dass Triple H eine Doppelreihe kriegt, ist ja auch wohl mehr als verständlich, muss ich dazu sagen. Oder Rey Mysterio, absolut. Zudem, man muss ja auch mal den Zeitpunkt sehen, das Album war ja 2010, glaube ich, rausgekommen. Schade, Santino hat seinen Vertrag übrigens nicht verlängert bekommen. Den fand ich eigentlich immer ganz cool. Und jetzt nimmt man ja diesen Edge-Mode, oder wie der heißt. Oder ich weiß nicht, ihr wisst, wen ich meine, der auch so ein bisschen, naja, nicht gerade aussieht wie der Wrestler von dem Herrn. Elsource, ach scheiße, stehe auf dem Schlauch, ihr wisst Bescheid. Und da fand ich Santino irgendwie cooler. So, jetzt noch die 206, Randy Orton, natürlich auch mit Doppelseite. Ja, ich denke mal, Cena wird auch eine Doppelseite haben, habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Oder kam der überhaupt schon? Weiß ich jetzt gar nicht. Der Undertaker natürlich auch mit einer Doppelseite. Ist ja wohl ganz selbstverständlich. Batista nicht mit einer Doppelseite. Hm, wundert mich. Ist ja auch interessant zurückgetreten, sag ich mal so. Da ist ja auch nochmal Luft nach oben, wenn das der mal wieder kommt und mal so richtig auf die Kacke oder als richtig Bad Boy. Muss man mal sehen. Benton tut die Seite. Jack Swagger gefällt mir... Gefiel mir Wrestling überhaupt nicht, muss ich sagen. Kalito hätte ich gerne mal gesehen, aber Jack Swagger, ne, haut mir nicht vom Hocker. Okay, das war's für heute. Euer Orange sagt ciao, tschüss und goodbye.